Basket TV Folge 15, diesmal wieder mit Dr. J, der ist zurück aus Dallas. Ihr könnt ihn hier neben mir sehen. Ja, wir legen heute los mit den Awards. Heute ist der letzte Spieltag der regulären Saison. Am Samstag beginnen die Playoffs. Nice, Zeit, Playoffs. ja, Zeit, die Basket-Oscars zu verteilen. Und zwar fangen wir mit der Hauptrolle an, dem MVP, dem wertvollsten Spieler der Liga. Ja, unserer Meinung nach kann es nur LeBron James werden, auch wenn es da die eine oder andere Diskussion gibt, oder Dr. J? Ja, Dwayne Wade ist im Gespräch. Zu Recht hat die Heat besser in die Playoffs gebracht als erwartet. Das war das Ziel, aber dass sie jetzt auf dem Platz stehen, ist super. Hat sich defensiv verbessert, ist auf jeden Fall der Go-To-Guy der Heat, hat das auch mit Heldentaten bewiesen. Wir haben es auch im Heft jetzt gerade. Und trotzdem sehe ich LeBron einfach vor ihm. Die Cavs haben den Osten gewonnen, die Cavs haben die beste Bilanz der NBA, die beste Defense der NBA. Also an den Cavs führt kein Weg vorbei und wir wissen alle, an wem das liegt. Ja, LeBron James, ja, einstimmig würde ich sagen. Und es liegt an Mike Brown, dem Coach, den ich als Coach of the Year gewählt habe. Team Defense super, Team Chemie klasse. Auch er hat großen Anteil Ja, daran, die meiner Jungs Meinung haben nach. großen Spaß, Ja. nehmen aber ihren Job trotzdem ernst, und zwar vor allem in der Verteidigung. Letztens Allerdings. noch irgendwie gegen Boston nur 76 Punkte kassiert. Das muss ihn erstmal Sehr jemand stark. nachmachen. Aber du hast ihn trotzdem nicht gewählt, oder? Mein Coach of the Year ist Jerry Sloan, Trainer der Utah Jazz, seit der Steinzeit ungefähr im Amt. Ist noch nie Trainer des Jahres geworden. Skandalös. Und ja, es wird langsam Zeit. Dieses Jahr mit enorm viel Verletzungspech zu kämpfen gehabt. Carlos Boozer nur 37 Spiele absolviert. Deron Williams war am Anfang der Saison verletzt. CJ Miles, Ronnie Brewer, alle hatten ihre Wehwehchen. Ich glaube, erst im Januar oder Februar konnten sie das erste Mal mit der gewünschten Starting Five das Parkett betreten. Trotzdem waren sie sogar zwischenzeitlich Zweiter im Ja. Westen. Jetzt nur noch Achter. Trotzdem, Jerry Sloan hat es einfach verdient. Da knüpfe ich an mit meinem Most Improved Player, dem meist verbesserten Spieler, ist nämlich auch jemand von den Utah Jazz, Paul Millsap. Ich sage, wer Carlos Boozer, ein All-Star, adäquat ersetzt, vielleicht sogar verdrängt, weil beide Verträge auslaufen und sich Paul Millsap ins eiskalte Wasser geworfen, so aufgedrängt und durchgesetzt hat, dass er diverse Double Doubles abgeliefert hat. Bitte die Siegesserie der Jazz nicht vergessen, auch wenn sie jetzt nur noch Achter sind. Das war echt ein Höllenritt dazwischendurch. Mein Most Improved Player, Paul Millsap. Wen hast du? Paul Millsap ist auf jeden Fall einer der Kandidaten. Mein Kandidat ist Devin Harris von den New Jersey Nets. Hat eine All-Star-Saison gespielt, gehört zu den 5, 6 besten Point Guards der Liga. Hat die Nets fast in die Playoffs geführt, leider hat es nicht ganz gereicht. Aber er hat den Schritt vom, ich sag mal, Rollenspieler oder vom Nebendarsteller zum All-Star geschafft. Wirklich beeindruckend. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Saison, allein wegen Devin Harris. Die Playoffs hast du angesprochen als Kriterium. Das ist meiner Meinung nach der Grund, warum es nur einen Rookie of the Year geben kann. Es ist ein starker Jahrgang, wir haben gute Leute dabei. Adebayo ist gut, Brook Lopez ist gut, Rudy Fernandez, sein Landsmann Marc Gasol. Ich sage, Derrick Rose hat die Bulls in die Playoffs geführt, hat den Druck standgehalten in Chicago und als Point Guard. Das sind zwei Faktoren, die es schwerer machen. Es kann nur Derrick Rose geben, oder Mr. K? Ja, sehe ich genauso. Du hast eben schon erwähnt, es war ein wirklich starker Rookie-Jahrgang, stärker als im Jahr davor, wo Greg Oden auch aussetzen musste. Und Greg Oden dieses Jahr überhaupt kein Thema gewesen. Ja, Derrick Rose hätte ich wirklich nicht gedacht, dass er die Bulls schon so als Leader anführt. Du hast es eben selbst gesagt, Chicago ist eine Franchise, wo es wirklich gerade für junge Spieler schwierig ist, sich zu entwickeln. Das sieht man auch an den Teamkollegen Joakim Noah, Tyrus Thomas oder auch in der Vergangenheit Eddie Curry hat da gespielt, Tyson Chandler. Keiner von denen konnte sich durchsetzen. Derrick Rose wirklich Hut ab, starke Saison gespielt und der Grund, warum die Bulls in den Playoffs sind. Und es gibt immer noch genug Probleme bei den Bulls. Es ist Ja. ja nicht so, dass die Bulls jetzt geheilt sind durch Derrick Rose von allem Übel, aber Derrick Rose ist definitiv der Lichtblick, das zentrale Stück, der Grundpfeiler der Franchise mittlerweile, muss man ja sagen. Starker Spieler. Von Ich dem erwarte ich nächstes Jahr könnte mir einiges. vorstellen, dass Rose nächstes Jahr All-Star So wird. weit wird's zu gehen? Wäre keine Überraschung. Ja. Ja, doch. Warum nicht? Ja, kann ich mit leben, finde ich okay. Kommen wir zum nächsten Award. Was haben wir? Best Sixth Man, der beste Bankspieler. Da gab es in Dallas überhaupt keine Diskussion. Da gab es schon T-Shirts, wer das ist, nämlich Jason the Jet Terry. Spindnachbar von Dirk und auf jeden Fall der beste sechste Mann der Saison, oder Mr. K? Über 20 Punkte pro Spiel, also ich glaube, da braucht man nicht lange diskutieren. Ja. Die anderen Kandidaten, Ginobili ist verletzt, Leon Rebabosa von den Phoenix Suns, ich meine, die sind noch nicht mal in den Playoffs dabei. Richtig. Jason Terry auf jeden Fall, also ich meine, ohne den würde bei den Mavs nicht viel gehen. Klar, Dirk Nowitzki spielt eine super Saison, aber wenn man sich die Spiele von Dallas anschaut, in den entscheidenden Phasen hat meistens Jason Terry die wichtigen Würfe genommen. Ein Eindruck, den ich auch jetzt in Dallas gewonnen habe, den ich sehr bemerkenswert finde, Jason Terry scheint diese Rolle wirklich zu akzeptieren. Ja. Er sagt nicht nur, ja, ich mache, was der Coach mir sagt, ich will, dass wir gewinnen. Ich glaube, er akzeptiert diese Rolle wirklich, hat sie wirklich für sich
voll ausgefüllt und macht einen riesen Job, sehr uneigennützig, ganz starke Leistung. Ja, also viel besser kann man gar nicht, also die Rolle gar nicht umsetzen. Ja. Jason Terry. Defensive Player of the Year ist der letzte, den wir noch nicht erwähnt haben. Da gehe ich oldschool. Dwight Howard, Center, Rebound Leader der NBA, Block Leader der NBA, Entertainment Leader der NBA, Next Check, das sage ich hier ganz direkt und offensiv. Klar profitiert er ein bisschen von löcheriger Defense, dann wischt er die Korbleger und die Blocks in die dritte Reihe. Dwight Howard, Superman, ist der Defensive Player of the Year. Bei Dwight Howard spielt natürlich die Athletik und die Kraft eine große Rolle. Anders als bei Ron Artest, der ist zwar auch sehr kräftig, aber eher so ein Spieler, der sich am Gegenspieler festbeißt. Kann Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forwards, kann alle verteidigen. Ja, meiner Meinung nach der beste 1 gegen 1 Verteidiger der Liga. Klar, kein Shotblocker wie Dwight Howard, aber trotzdem, also vor Ron Artest muss man wirklich Angst haben. Das ist allerdings richtig. Ich hätte nicht nur Angst, dass er sich verbeißt, sondern auch, dass er mich wirklich in den Arm beißt, wenn ich gegen ihn spielen würde. Ja, wir wollen natürlich von euch wissen, wer sind eure Kandidaten für die angesprochenen Awards. Ihr könnt sie mit der Kommentarfunktion quasi unten posten. Ganz genau. Und wir werden mit euch gemeinsam diskutieren. Genau. Guckt in die neue Basket, seid heute im Handel. Genau. Da seht ihr unsere Picks. Da könnt ihr theoretisch einfach die Spalten übertragen, eure Namen einsetzen und bang, haben wir die Diskussion. Ich freue mich drauf. Quiz der Woche. Da habe ich eine schöne Frage. Ja, die finde ich gut. Und die ist auch echt schwierig. Isaiah Thomas kennt ihr vielleicht noch als Coach der New York Knicks. Er ist auch dort Manager gewesen, hat die Truppe ins Chaos geführt. Allerdings. Vorher bei den Indiana Pacers mal Coach gewesen. Mit den Detroit Pistons ist er als aktiver Spieler zweimal Champ gewesen. Einer der besten Point Guards aller Zeiten, definitiv. Das muss man einfach mal sagen. Naja, Isaiah Thomas ist jedenfalls jetzt ab der nächsten Saison Coach der University Florida International. Und wir wollen von euch wissen, welche beiden bekannten NBA-Spieler, beziehungsweise einer spielt nicht mehr in der NBA, welche beiden bekannten Basketballspieler haben für die Florida International University gespielt? Wir lösen das am Ende der Folge auf. Kommen zum Fundstück der Woche. Und zwar Darko Milicic Bubblehead mit Magnet, hier für meine Pinnwand. Super. Im Trikot der Detroit Pistons, mit denen ist er 2004 Champion geworden. Er sieht ihm zwar nicht ganz so ähnlich, aber es ist wirklich Milicic mit der Nummer 31 hier im Pistons-Trikot. Und er ist vor Dwayne Wade und Carmelo Anthony gedraftet worden, 2003. Und hat so viele Championships wie die beiden zusammen. Richtig. Ich weiß nicht, wer mir die mitgebracht hat. Ich bin noch nie in Detroit gewesen und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mir diese Figur gewünscht hätte. Aber ich habe sie nun hier und naja, sie erfüllt ihren Zweck, hier mit dem Magneten hinten dran. Ich weiß nicht, ob ich es hier vor der Kamera zugeben darf. Ich besitze ein Trikot von Darko Milicic. Ich hoffe, du hast nichts dafür bezahlt. Nein, ich habe es von Steven Sanders, unserem Basketkollegen, geschenkt bekommen. Und du hast es noch nie angehabt. Ich habe es schon mal anprobiert, aber in der Öffentlichkeit muss man aufpassen. Im Dunkeln zieh es vielleicht mal an. Kommen wir zu deinem Dallas-Trip. Ja. Du bist dort gewesen. Ja. Was gibt es zu berichten? Also erstmal bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich fahren durfte, diese Chance bekommen habe. Vor allem natürlich Dirk Nowitzki zu treffen, auch ein Idol von mir, klar. Das war super, war sehr interessant. Natürlich kriegt man als Journalist auch die Möglichkeit, in die Kabine zu gehen, durch die Katakomben zu gehen, die Spiele zu schauen. Ich habe zwei starke Spiele der Mavs gesehen. Man lernt die Leute kennen. Ich habe Mark Cuban getroffen, Dirk Nowitzki, die anderen Mitspieler. Von der Gästemannschaft habe ich Leute getroffen, Mitarbeiter der Mavs, ob das der Security-Mann ist oder die Kartenabreißerin. Alle super freundlich. Ich finde, der Club ist super professionell geführt. Auf jeden Fall, ja. Tolles Klima, auch innerhalb der Mannschaft, super. Ich war echt beeindruckt, wie gut es da bei der Mavs läuft, was da für Strukturen hinter den Kulissen auch arbeiten, die ineinander greifen. Das ist ganz, ganz stark. Die Einrichtung ist toll, die Halle, die Räume, also das ist echt vom Allerfeinsten. Texas ist eine Reise wert. Dallas Downtown ist jetzt nicht so viel los. Da ist eigentlich, die meisten Leute arbeiten da und da ist jetzt nicht eine klassische deutsche Innenstadt, das muss man einfach sagen. Aber die Menschen sind sehr freundlich. Man hat vielleicht ein bisschen Vorurteile gegenüber Texanern, ein paar Stimmen. Ich habe so viele Pickups gesehen wie mein ganzes Leben zuvor noch nicht. Es gibt da so ein paar Eigenheiten, aber auf jeden Fall eine tolle Gegend, ein toller Club und war auf jeden Fall eine super Reise. Kleine Anekdote vielleicht, beim Training hat Dirk Nowitzki durch die Halle gebrüllt, ey, die schießen hier so schlecht, mir fallen die Bälle auf den Kopf, bring mir mal einen Helm. Da hat der Co-Trainer zurückgerufen, ey, Dirk, guck mal kurz in den Spiegel, wenn du nicht gedämpft bist auf dem Kopf, wer denn dann? Fand ich ganz amüsant. Ich bräuchte auf jeden Fall einen Helm. Ja, du hast dir deine Haare auf jeden Fall ein bisschen gestutzt. Das ist der Sommerlook. Das ist der Sommerlook und ich sage euch, ich habe eine Basket-TV-Spezialfolge in der Vorbereitung aus Dallas. Die ist super exklusiv, die ist backstage, die ist teilweise dreist. Die ist richtig geil. Kann ich euch jetzt schon den Mund wässrig reden, die dürft ihr nicht verpassen. Ja, näher dran geht's nicht, mittendrin statt nur dabei. Ja. So viel Basketball gibt es noch nicht mal im DSF, so wie bei uns.
Wir müssen noch das Quiz auflösen. Ja. Und zwar hatte ich gefragt, Isaiah Thomas ist ja jetzt der Coach der Florida International University, eine kleine Uni, war noch dieses Jahr gar nicht beim Tournament dabei, weil sie so schlecht sind. Naja, auf jeden Fall, welche beiden bekannten Basketballspieler sind dort zur Schule gegangen? Die Antwort lautet Roger Bell, spielt bei den Charlotte Bobcats, und Carlos Arroyo, letztes Jahr in Diensten der Orlando Magic, jetzt bei Maccabi Tel Aviv. Ja, das war's. Am Freitag gibt's schon die nächste Folge, und zwar reden wir dann über die erste Playoff-Runde. Viel Spaß mit der neuen Basketball.